Gerlinde Koller-Steininger ist Landschaftsplanerin und hat angewandte Pflanzenwissenschaften mit dem Schwerpunkt Obst, Garten und Weinbau an der Universität für Bodenkulturen Wien studiert. Sie arbeitet bei Natur im Garten als Fachberaterin im Bereich ökologische Pflege und Pflanzenschutz. Sie wird uns jetzt die neuesten zugelassenen Grundstoffe und ihre Anwendung im Profibereich erklären. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe jetzt das große losgezogen, der erste Vortrag nach der Mittagspause zu sein. Und ich werde jetzt auch gleich meinen Bildschirm teilen für Sie. Und ja, nach der Mittagspause, vielleicht haben Sie ja noch Lust auf ein Glas Milch oder möglicherweise auf ein Glas Bier. Warum zeige ich Ihnen das? Und zwar, die EU hat da eine super Idee gehabt, und zwar die Grundstoffe. Tja, und jetzt die große Frage, was sind denn die Grundstoffe? Und zwar, wie Sie bekanntlich wissen, ist es ja seitens des Pflanzenschutzgesetzes ja nicht rechtens, sich Pflanzenschutzmittel selbst herzustellen. Das heißt, viele bewährte und traditionelle Hausmittel würden oder sind dadurch weggefallen. Und da hat sich dann die EU gedacht, wir führen einfach eine neue Kategorie ein, wo gewisse Vorteile oder Anwendungen möglich sind. Und ja, ich darf Sie jetzt in den nächsten gut 15 Minuten auf dieses Thema Grundstoffe einführen. Und möchte mal ganz am Anfang im Prinzip beginnen. Und zwar, wenn Sie mit Pflanzen zu tun haben, da gibt es ja die unterschiedlichsten Mittel, die angewendet werden. Und ich möchte ein bisschen eine Ordnung in diesen Dschungel hineinbringen. Und Sie sehen ganz links einmal die ganzen Pflanzenschutzmittel, dann diese neue Kategorie, die Grundstoffe. Und dann sind auch heute schon die ganzen Pflanzenhilfsmittel, Pflanzenstärkungsmittel von den Vorrednern ja angesprochen worden. Und auch am Rande betreffen uns auch die Biozide. Denken Sie zum Beispiel an die Ameisenmittel. Und alle diese Produkte haben natürlich gesetzliche Vorgaben und auch Zuständigkeiten seitens jetzt, wenn wir ganz oben beginnen, von EU-Seite her, natürlich dann auf Bundesebene, teilweise auf Landesebene. Und bei den Grundstoffen ist es wirklich eine eigene Kategorie im europäischen Pflanzenschutzrecht. Was steht jetzt genau drinnen in diesem Artikel 23 der EU-Verordnung? Und zwar, Grundstoffe sind solche Stoffe, die grundsätzlich deren Genehmigung unbegrenzt zeitlich ausgesprochen wird, außer natürlich es ändert sich irgendein Kriterium, dann wird das Ganze wieder überprüft. Und wenn vielleicht irgendwas dagegen spricht, dann kann auch diese Zulassung entzogen werden. Grundstoffe sind unbedenkliche Stoffe. Sie dürfen natürlich auch keine Störung des Hormonsystems oder auch keine neurotoxischen oder immunotoxischen Wirkungen auslösen. Und ganz wichtig, das Hauptkriterium im Prinzip, sie dürfen in erster Linie auch nicht im Pflanzenschutz verwendet werden, aber für den Pflanzenschutz von Nutzen sein. Und sie dürfen auch nicht als Pflanzenschutzmittel vermarktet werden. Der Herr Urland hat es auch schon angesprochen. Sie müssen auch eigentlich eine Lebensmittelqualität haben. Und natürlich auch unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt sein. Und was auch interessant oder spannend ist, nicht nur Hersteller können um die Genehmigung eines Grundstoffes ansuchen, sondern natürlich auch Mitgliedstaaten oder interessierte Parteien der Kommission. Ja, derzeit sind 23 Grundstoffe gelistet. Es wurden noch wesentlich mehr beantragt. Teilweise sind sie noch im Genehmigungsverfahren, teilweise wurden sie aber auch abgelehnt.
Und wo findet man jetzt diese Grundstoffe? Und zwar ist da ein aktuelles Register von seitens der EU eingerichtet worden. Kann man im Prinzip vergleichen wie dem Pflanzenschutzmittelregister in Österreich. Also so im Großen und Ganzen, denke ich, werden Sie mir zustimmen, es ist eine super Idee von der EU, diese Grundstoffe. Und wenn Sie sich jetzt näher beschäftigen wollen oder wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, sich mit den Grundstoffen näher zu beschäftigen, dann möchte ich Ihnen auch gerne zeigen, wo Sie diese finden, weil ja, es ist vielleicht nicht ganz einfach zu finden. Geben Sie vielleicht mal in Ihren Google oder in Chrome ein European Pesticide Database und dann kommen Sie auf ein Suchergebnis, da können Sie dann unten schauen, Research Active Substances. Dann kommen Sie direkt in diese Datenbank hinein, aber wir sind noch nicht ganz dort, wo wir hin müssen. Und zwar in dieser Datenbank klicken Sie dann auf Advanced Research, also wir sind ja fortgeschritten, und da können Sie verschiedene Vorauswahlen oder Filter treffen. Wir nehmen jetzt die Approved, das heißt, das sind die, die zugelassen sind und geben dann beim Typ die Grundstoffe Basic Substituents ein. Und dann kommen Sie in diese Datenbank, wo Sie alle genehmigten Grundstoffe finden. Sie sehen dann das Zulassungsdatum und wenn Sie da nochmal draufklicken, dann ist das Ganze noch einmal erklärt und unter Report finden Sie dann wirklich das, was Sie dann suchen. Und zwar in diesem Report ist dann genau beschrieben, welche Kultur, welche Aufwandmenge bei diesem Grundstoff verwendet werden dürfen. Wenn es Ihnen jetzt so geht wie dieser Dame, dann muss ich Ihnen zustimmen, das ist nicht ganz einfach zu finden. Und daher haben wir uns gedacht, das muss einfacher gehen und haben dazu auf unserer Webseite natürlich auch eine eigene Seite dazu eingerichtet. Sie finden alle diese Hausmittel, die ganzen Rezepte, die ganzen Reports unter www.naturimgarten.at/hausmittel.html oder Sie können auch über unsere neu eingerichtete Webseite www.gartentelefon24.at einsteigen. Da finden Sie die ganzen Rezepte und natürlich können Sie auch jederzeit bei den Kolleginnen und Kollegen an der Grünraum-Servicestelle beim Natur im Garten-Telefon anrufen. Die helfen Ihnen natürlich auch gerne weiter. Ja, schauen wir uns mal an, welche Grundstoffe derzeit genehmigt sind. Also Ackerschachtelhalm ist heute schon öfters gefallen, auch das Backpulver. Bier habe ich Ihnen gezeigt, Brennnessel, auch Essig ist dabei, Kochsalz zum Beispiel. Beziehungsweise die Kuhmilch, auch Süßmolke hat der Herr Urland erwähnt und die Weidenrinde. Und wenn Sie da ein bisschen näher schauen, dann sehen Sie viele Fungizide, die da dabei sind. Und ich habe es auch schon kurz angesprochen, auch bei den Grundstoffen gibt es eine Indikationszulassung. Das heißt, es ist von seitens der EU genau vorgeschrieben, auf welcher Kultur welche Aufwandsmenge ausgebracht werden darf. Also das ist natürlich auch bei diesen Grundstoffen einzuhalten. Und ja, mein Vorredner hat es eh schon auch kurz angesprochen. Es ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig, welche Unterschiede gibt es, welche Gemeinsamkeiten, wo kann ich da eine Unterscheidung treffen. Und ich möchte da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und zwar, wir haben auf der einen Seite die ganzen Pflanzenschutzmittel. Ich finde die im angesprochenen Pflanzenschutzmittelregister. Und auch darf ich nur diese Pflanzenschutzmittel anwenden, die dort eingetragen sind. Da finde ich auch die ganzen Indikationszulassungen, Sicherheitsweise, Auflagen, die bei diesem Pflanzenschutzmittel genehmigt wurden. Ich habe immer diese Unterscheidung zwischen Haus- und Kleingarten und Profimittel. Bei den Profimitteln muss ich natürlich sachkundig sein, damit ich das ausbringen darf. Und ich muss die Aufzeichnungspflicht einhalten. Ganz wichtig, keine Selbstherstellung ist bei den Pflanzenschutzmitteln und sie sind auch nicht frei verkäuflich.
Schauen wir uns noch die Grundstoffe dazu an. Also da ist ganz wichtig, dass es Stoffe sind, die nicht ihren Hauptanwendungsbereich im Pflanzenschutz haben, aber trotzdem für den Pflanzenschutz von Vorteil sind. Sie dürfen nicht als Pflanzenschutzmittel gekennzeichnet werden und ich brauche genauso diese Genehmigung von der EU. Und dann sind auch heute schon ein paar Mal auch die Pflanzenhilfsmittel und Pflanzenstärkungsmittel angesprochen worden. Hier brauche ich keine Zulassung, sondern nur eine Meldung. Und die Pflanzenstärkungsmittel, die setze ich ja ein, damit ich die Pflanzengesundheit fördere oder die Widerstandsfähigkeit erhöhe. Und sie haben keine direkte Pflanzenschutzwirkung. Ja, wo liegen jetzt die Unterschiede, wo liegen die Gemeinsamkeiten bei diesen drei großen Produktgruppen? Zum einen habe ich bei den Pflanzenschutzmitteln und bei den Grundstoffen die Pflanzenschutzwirkung, die muss auch nachgewiesen werden, und ich habe diese Indikationszulassungen, die ich bei der Ausbringung dann auch einhalten muss. Auf der anderen Seite die Gemeinsamkeit zu den Pflanzenstärkungsmitteln ist einmal, dass es frei verkäuflich ist, dass ich mir diese Mittel und Produkte dann auch selber herstellen kann und dass ich hier keine Sachkunde benötige. Ja, und ich habe jetzt noch ein paar Tipps aus der Praxis für die Praxis, ein paar Beispiele einfach vorbereitet, die ich Ihnen auch noch gerne vorstellen möchte und möchte mit dem Wording in der Beratung beginnen. Bei den genehmigten Grundstoffen ist es so, dass ich, wenn Sie in der Beratung sind, Ihre Kundinnen und Kunden so beraten kann, dass wie ein Pflanzenschutzmittel. Also ich darf direkt die Wirkung nennen. Das heißt, ich kann sagen zum Beispiel, das Backpulver wirkt gegen echten Mehltau bei Apfelschorf zum Beispiel. Oder es schützt vor oder ich kann es einsetzen bei Befall mit zum Beispiel. Sind das beantragte Grundstoffe, also wo noch keine Entscheidung gefallen ist, ob das jetzt genehmigt wurde oder nicht, dann darf ich die nur so beraten wie ein Pflanzenstärkungsmittel. Das heißt, ich darf hier keine Pflanzenschutzwirkung meinem Kunden, meiner Kundin nennen, sondern, wie wir ja natürlich wissen, dienen diese Pflanzenstärkungsmittel zur Förderung der Pflanzengesundheit. Das heißt, ich darf nur sagen, ich kann dieses oder jenes Produkt dann, oder diesen oder jenen Grundstoff anwenden, wenn die Pflanzen zum Beispiel empfindlich gegenüber pilzlichen Krankheiten sind oder es wirkt stärkend und gesunderhaltend oder es stärkt die Widerstandsfähigkeit. Also da einfach beim Wording in der Beratung gut achten. Wenn Sie Ihnen nicht ganz sicher sind, wir haben da auch ein tolles Infoblatt zusammengestellt, das Sie auf unserer Webseite kostenlos herunterladen können. Wir werden es auch gerne natürlich auch den Link in den Chat hineinstellen, damit Sie sich das auch direkt gleich auf Ihren PC herunterladen können. Also da ist es wirklich ganz genau definiert und wie es da drinnen steht, so können Sie das dann auch beraten. Ja, Grundstoff Ackerschachtelhalm. Ackerschachtelhalm ist heute eh schon ein paar Mal genannt worden, wird als Fungizid gegen Pilzkrankheiten eingesetzt im Obstbau, aber auch im Gemüsebau. Ich kann es genauso an Tierbäumen, an Rosen zum Beispiel auch anwenden. Wichtig ist, wenn Sie selber Ackerschachtelhalm suchen, dass Sie da auch wirklich Ackerschachtelhalm verwenden und nicht Sumpfschachtelhalm sammeln. Also da gibt es eine Unterscheidung, die finden Sie zum Beispiel auch in diesem Grundstoffdatenblatt auf unserer Webseite. Wie wirkt jetzt der Ackerschachtelhalm? Und zwar wird das Immunsystem der Pflanze angesprochen. Das heißt, die Pflanze ist schon auf Alarmstoffe rot gestellt und kann so einfach, sobald eine Spore auf das Blatt fällt, ihre Schutzmechanismen ansetzen.
Ganz wichtig ist nur beim Ackerschachtelhalm, dass ich da auch wieder alle nachwachsenden Triebe und Blätter immer nachbehandle, damit sie auch gesund bleiben. Als nächstes möchte ich Ihnen den Grundstoff Diammonphosphat vorstellen. Was ist das und wo kriege ich das? Also das ist ein Nährmittel für Hefekulturen, wird bei der Weinherstellung zum Beispiel verwendet, ist aber genauso ein Lebensmittelzusatzstoff, wird auch als Düngemittel verwendet und kriege zum Beispiel in Apotheken oder auch im Winzerbedarf oder im Lagerhaus. Warum ist der Grundstoff gerade so interessant? Und zwar, der Ammoniumanteil ist sehr attraktiv für Kirschfruchtfliegen zum Beispiel, aber auch für die Mittelmeerfruchtfliege und für die Walnussfruchtfliege. Und es ist eigentlich ein Mittel für, also ein Lockstoff für Fallen. Ich habe jetzt das Beispiel der Kirschfruchtfliege mir herausgenommen, und zwar diese jungen Kirschfruchtfliegen, die schlüpfen ja im Mai und haben dann etwa 10 Tage ihren Reifungsfraß, da schlüpfen sie Baumsäfte und danach legen sie dann ihre Eier auf den gelb-roten Kirschen ab. Und genau während dieser Zeit könnte ich jetzt mit diesem Grundstoff Fallen in die Bäume hängen und so die Kirschfruchtfliege abfangen. Als Fallen eignen sich da sehr gut so gelbe Behälter, wie Sie da im Bild auf der rechten Seite sehen. Da sind einfache gelbe Flaschen, kann ich da verwenden, mit Löchern, die einen Durchmesser von etwa 5 mm haben und diese dann in die Bäume hängen. Ja, ein weiterer ganz toller Grundstoff ist Backpulver. Backpulver wurde auch heute schon mehrmals genannt. Wenn Sie Backpulver einsetzen möchten, haben Sie im Prinzip zwei Möglichkeiten. Es gibt zum einen Kaliumhydrogencarbonat. Kaliumhydrogencarbonat ist ein zugelassener Wirkstoff als Pflanzenschutzmittel, das heißt mit den ganzen gesetzlichen Vorgaben. Kaliumhydrogencarbonat darf ich nicht selbst herstellen. Ich muss sachkundig sein als Profi, damit ich dieses Pflanzenschutzmittel ausbringen darf. Und ich habe die Aufzeichnungspflicht. Auf der anderen Seite haben Sie den Grundstoff Natriumhydrogencarbonat, wo einfach nur die Indikationszulassung als Einschränkung gibt. Also das darf ich mal wieder dann selbst herstellen. Und natürlich ist auch der Preis da immer ausschlaggebend. Natriumhydrogencarbonat kann ich zum Beispiel auch im Obstbau anwenden. Als Beispiel habe ich hier den Apfelschorf mitgenommen, beziehungsweise kann ich auch bei Topfkulturen Lebermoose zum Beispiel damit bekämpfen. Und zwar wirkt Backpulver aufgrund der pH-Werterhöhung. Und dadurch sterben einfach Pilzhyphen, Konidien und die Sporen ab und auch ja, wie gesagt, in den Topfkulturen kann ich es gegen die Lebermoose zum Beispiel auch anwenden. Und der Herr Urland hat da eher am Vormittag auch schon darauf hingewiesen, verschiedene Pflanzenarten haben auch unterschiedliche Empfindlichkeiten. Also da ist es gut, einfach mit der Ausbringung mal eine Probespritzung machen oder auch da ja, zeitlich darauf schauen, dass es dort zu keine Pflanzenschädigungen kommt. Auch den Grundstoff Lecithin haben Sie heute schon gehört. Auch Lecithin wird gegen Pilzkrankheiten eingesetzt. Lecithin wird vorwiegend aus Sojabohnen hergestellt. Findet man zum Beispiel in Lebensmitteln als Emulgator, als E322. Wird aber auch im Futtermittelbereich eingesetzt oder auch in der Kosmetik. Und auch da werden einfach die Pilzschläuche von den Sporen am Blatt abgetötet, beziehungsweise kann man sich das auch vorstellen, dass das da eine Art Schutzschicht auf dem Blatt bewirkt. Dadurch können diese Pilzfäden unterdrückt werden. Ich kann es auch im Prinzip auch vorbeugend ausbringen oder bei gutem Befall einsetzen, damit der Befall
zumindest deutlich vermindert oder sogar auch verhindert werden kann. Und da ist auch noch ein großer Tipp unsererseits, bitte verwenden Sie da weiches Wasser, am besten Regenwasser. Warum? Bei stark kalkhaltigem Wasser flockt dann das Mittel aus und da kann es dann nicht mehr ausbringen. Ja, und ganz was Spannendes ist der Grundstoff Essig. Essig kann einerseits zur Desinfektion von Werkzeugen im Zierpflanzenbereich und auch im Obstbau verwendet werden, beziehungsweise auch zur Saatgutbehandlung im Gemüsebau und in der Landwirtschaft. Aber Essig kann auch als Herbizid gegen Unkräuter eingesetzt werden, zum einen bei Pflanzen zur Aromastoffgewinnung und seit Mitte des Jahres 2021 auch auf Wegen, Plätzen und Terrassen. Also ist gerade vielleicht für Gemeinden im Friedhofsbereich ein spannender Grundstoff, den ich da einsetzen kann. Mit einem großen Aber. Und zwar funktioniert Essig nicht bei Wurzelunkräutern. Also da muss ich wirklich auf diese thermische Bekämpfung zurückgreifen. Also ist Essig tötet im Prinzip die Pflanze oberirdisch ab, das wird dann braun. Wurzelunkräuter kann ich damit nicht bekämpfen. In diesem Grundstoffdatenblatt sind dann verschiedene Konzentrationen von Essig auch angegeben, daher auch noch ein kleiner Tipp, es gibt da ein Online-Tool, das man dann verwenden kann, falls Sie gerne Essig als Grundstoff einsetzen möchten in der Pflege. Ja, und auch abschließend vielleicht noch einmal, ich habe versucht, einfach diese ganzen vielen Informationen, die ich Ihnen jetzt in der kurzen Zeit aufgelistet habe, nochmal zusammenzufassen. Also alle Grundstoffe wurden im Artikel 23 der EU-Verordnung definiert und es sind ganz wichtig, selbst herstellbare Pflanzenschutzmittel aus Produkten oder Stoffen, die im Nahrungs- und Lebensmittelbereich, im Futtermittelbereich eingesetzt werden, die auf jeden Fall unbedenklich sind für Mensch, für Natur, die aber trotzdem eine gute Pflanzenschutzwirkung aufweisen. Und ganz wichtig, es können nur Grundstoffe genehmigt werden, die noch nicht als Pflanzenschutzmittel zugelassen sind und der ganz, ganz große Vorteil ist, dass ich die überall bekommen kann, sei es jetzt in der Drogerie, im Lebensmittelhandel, in der Apotheke und dass ich da halt vom Preis her unschlagbar bin. Sie sind genauso überprüft auf die Auswirkungen für Mensch, Tier und Natur, also es darf da zu keinen Schäden kommen. Ja, im Zweifel fragen Sie immer Ihre beratende Stelle, also da auch nochmal an der Stelle der Hinweis an die Grünraum-Servicestelle und an das Natur im Garten-Telefon, wo Sie natürlich während der Öffnungszeiten jederzeit anrufen können. Und jetzt die Diskussion auch oder die Frage an Sie, das ist doch eine super Idee von der EU, dass man diese Grundstoffe auch wirklich selber herstellen darf und ja, dass diese traditionellen Hausmittel nicht verloren gehen. Vielen Dank.